Hier ist für uns aus Wien Henrik Santo. Hallo. Ja, Wien, das hört man mir nicht an. Ja, ich bin nämlich halb Finne, halb Ungar. Ich komme so aus Ländern, in denen es sehr kalt ist. In dem einen vor allem zwischenmenschlich und das andere ist Finnland. Und ich möchte euch einleitend drei praktische ungarische Alltagsphrasen mit auf den Weg geben, falls ihr mal nach Budapest fahrt oder so. Szia heißt Hallo, Hogy vagy heißt Wie geht es dir? Ich messe du ember die Joghurt, die Latte üdvedert. Kennst du einen guten Menschenrechtsanwalt? Ich habe dieses finnisch-ungarische Doppelleben zusammengefasst in einem Buch. Das habe ich dabei, daraus möchte ich euch gerne vorlesen. Das Buch heißt, es hat 18 Buchstaben und 9 davon sind Ys. Ein Satz, der die finnische Sprache sehr gut zusammenfasst. Und ich habe einen Text darüber geschrieben, wie sich Katastrophen auf die Alltagssprache auswirken können. Und der Text heißt Tor für Deutschland. Ist auch eine Deutschland-Premiere, aus Gründen. Hat aber nichts mit, ihr habt nichts falsch gemacht, hat nichts mit euch zu tun. Ich mag an Sprache, dass man so viel über Kulturen lernen kann. Sprache ist fließend, Sprache ist komisch. Als 2014 im WM-Halbfinale Brasilien von Deutschland mit 7:1 zerstört wurde, passierte etwas Wunderbares. Seit diesem Spiel ist Tor für Deutschland in Brasilien ein Ausruf des Ärgers. So wie Scheiße. Du hast verschlafen, weil du noch was Dringendes für die Arbeit fertig machen musstest. Tor für Deutschland. Der Bus fährt dir vor der Nase weg. Tor für Deutschland. Eine Möwe kackt dir auf den Kopf. Tor für Deutschland. Du kommst völlig abgehetzt im Büro an und dein Chef kündigt dir fristlos, weil du nicht so zu spät, sondern auch noch voll mit Möwenkacke bist. Tor für Deutschland. Es ist schön, wie kleine Katastrophen sich in der Alltagssprache einnisten. In Ungarn sagt man immer noch Döbbisch wässert Mohatschnal, wenn irgendwas schiefläuft. Wörtlich übersetzt heißt das, noch mehr ging bei Mohatsch verloren, weil die Schlacht bei Mohatsch im Jahre 1526 immer noch der Zenit einer Katastrophe im kollektiven ungarischen Gedächtnis ist und das Land damals seine europäische Vormachtstellung, die gesamte Elite und einen König namens Ludwig verloren hat, was aber nicht weiter auffiel, weil es in Europa immer sehr viele Ludwigs gab. Und heute zwei Weltkriege, zwei gescheiterte Revolutionen, eine verlorene Sissi, ein verlorenes WM-Finale und ein Mauerfall später, ist das immer noch die Zeile, wenn das Kind eine Klasse nicht besteht oder der Orban mit 48% der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit holt. Abgesehen von kleinen und großen Katastrophen ist Sprache aber auch daher so wundervoll, weil sie uns so viel über Kulturen beibringt. Ein Beispiel. Der Deutsche verdient Geld, der Amerikaner macht Geld, der Ungar sucht Geld. Das ging auch bei Mohatsch verloren. Eine Freundin von mir möchte unbedingt lernen, in jeder Sprache bis 10 zu zählen, was beispielsweise auf Finnisch sehr witzig klingt, nämlich Yksikaksikolme. Ein Freund wiederum möchte in jeder Sprache die Übersetzung für Bier kennen. Ich habe versucht, die beiden zu verkuppeln, damit sie überall 1 bis 10 Bier bestellen können. Die Liebe ist ohnehin sehr vielsagend. Auf Spanisch machst du keine Hundeaugen, wenn du jemanden treudoof anhimmelst, du machst die Augen eines geköpften Lamms. Im Kroatischen besteht ein hauchdünner Unterschied zwischen Volimte und Molimte. Das eine bedeutet Bitte und das andere Ich liebe dich. Und das ist die Geschichte, wie ich beinahe einen Kellner aus Split geheiratet habe. Bedeutungen sind fließend, oft nah beieinander und manchmal bedeutet ein Wort, das in einer Sprache völlig klar ist, in einer anderen etwas vollkommen anderes. Auf Finnisch heißt Schau mal beispielsweise Katzo, was auf Italienisch wiederum Schwanz bedeutet und als Schimpfwort verwendet wird, wie eben Tor für Deutschland. Das habe ich früh gelernt, damals, als ich mit 5 kleinen lockig unschuldig mit meiner Mama in Rom war und völlig entgeistert auf das Kolosseum zeigte und Gazzo rief und daraufhin all die italienischen Mütter ihre kleinen lockigen unschuldigen Kinder erschrocken von mir weggezerrt haben und meine Mama kopfschüttelnd anstarrten und weil meine Mama Finnin war und weil finnische und italienische Mimik sich auf diametral unterschiedlicher Position innerhalb des Koordinatensystems interkultureller Kommunikation befinden, entbrannte ein Streit, was ich nicht mitbekam, weil das Kolosseum schon sehr krass ist und dann stand ich da so und rief nur Gazzo, 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 damit meine Mama endlich schaut und dann waren wir auf der Polizei und dann gab es Eis. Nur falls sich jemand fragt, ob Finnisch eine schwierige Sprache ist. Manche Sachen klingen auch einfach komisch. Arzt auf Finnisch heißt Lääkäri und auf Ungarisch Orvos. Und dann stehst du da und fragst dich, wenn es hart auf hart kommt, gehst du dann lieber zu einem Lääkäri oder zu einem Orvos? Sprache ist etwas Wunderbares. Wir haben allein im Deutschen tausende Worte, mit denen wir eine Unendlichkeit an Gedanken, Ideen, Formen und Geschichten spinnen können. Und statt dieses ganze Potenzial zu nutzen, sagen wir einfach den lieben langen Tag den immerwährend gleichen Kram.
Wie ist das WLAN-Passwort? Willkommen bei McDonald's, was kann ich für Sie tun? Händigen Sie sofort meinen Lieblingselefanten aus. Ich liebe dich, verlass mich nicht. Ich freue mich sehr über die Abschiebung von 69 Schutzbedürftigen an meinem Geburtstag. Ich habe einen Termin, das kannst du so nicht sagen. Dein Onkel erinnert mich an einen Gecko. Bleib gefällig stehen, ist da noch frei? Jon Snow ist tot. Warum hilft mir denn niemand? Jon Snow lebt. Wo ist der Schlüssel? You know nothing, Jon Snow. Und auf dieser Klaviatur der Sprache können wir unendlich kluge und dumme Melodien spielen, auf das, was uns die Saat der Erkenntnis zu dem sprieße, was zwischen Menschen als Friede bekannt ist. Ich meine, das alles hilft jetzt den Brasilianern nicht. Sie sind trotzdem rausgeflogen, haben geweint und getobt und einen Typen namens Fred verflucht. Aber sie haben jetzt ein tolles neues Schimpfwort. Und seien wir ehrlich, die Möwen waren nie das Problem, nur die Schwalben. Neymar, wir beobachten dich. Wir können viel lernen über uns und einander anhand der Sprache. Nutzen wir das. Alles andere wäre Tor für Deutschland. Dankeschön.